Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Ja, wie ihr seht, sind wir immer noch in der Arena. Ja, eine Niederlage haben wir hier schon leider einkassieren müssen, gerade eben schon. Gerade eben, ne? Weil ich bin eigentlich, es ist jetzt morgen, aber ich habe das jetzt gerade aufgenommen und ihr wisst, wie das immer läuft. Ja, ich würde sagen, spielen. Wir suchen uns den nächsten Gegner. Übrigens, jetzt kann man es nicht mehr sehen. Mist. Dieses Suchen oder Fertig-Symbol ist übrigens das Symbol des Hearthstones. Also das kommt da kommt ja eigentlich auch daher. Der Name kommt ja überhaupt von dem Hearthstone selbst. Also von dem wie heißt es auf Deutsch? Auf Deutsch heißt er der Ruhestein. Der Ruhestein, ein Gegenstand aus Warcraft beziehungsweise World of Warcraft, womit ihr euch in die eigene Basis zurück teleportieren könnt. Und ja, gerade mal hier zu dem Zug. Drei Karten, die zu hoch sind für mich für den Anfang, die erstmal rauskommen. Das ist besser. Und ich hoffe, dass diesmal klappt das besser wie sonst. Okay, Spott. Arsch. Ja, gut. Nicht so gut. Gehen wir mal ab direkt wieder. Übrigens hier. Put! Waffen verlieren. Ich habe keine Waffen. Guck mal, ich kann Regenbogen machen. Toll, nicht? So, jetzt kommt erstmal der Grizzly Bear. Den kann er wegbekommen. Aber ein Diener stirbt, mindestens. Jupp, Saria. So, bin immer gespannt. Er wird wahrscheinlich nur Rüstung pushen. Nee? Shitblock. Okay, also er blockt doch, er tut doch Rüstung stapeln. So, was machen wir denn? Drei, spielen wir den Akolyten. Ich will Karten. Gib mir Karten! Übrigens. Hab dich gar nicht begrüßt, Zelotis. Legt euch nicht mit. Falsch. So. Grüße. Das wollte ich. Grüße. So. Spott und Wutanfall. Und den kriege ich auch gleich, wenn dann hier nichts klappt. Nee. Machen wir mal so. Dann haben wir auch unseren Wutanfall. Ach, muss ja jetzt mal ihn angreifen hier. Ah, ja, sehr schön. Die habe ich vorhin vermisst. So eine Karte hätte ich in dem anderen Game gebrauchen können. Übrigens, wie gesagt, hier Gimmicks, die es hier überall gibt. Hier kann man die Fellfarbe so schön ändern. Jetzt haben wir hier so einen Leopardenfell. Och, komm, und da ist der Spott wieder. So was Gemeines aber auch. Da, weißes Fell. Machen wir ein bisschen Feuer an. Biss, okay. Hast du das Gefühl, er kriegt ganz schnell Monster aufs Feld, was nicht gut für mich ist? Das ist ein zufälliger, oder? Ah, nee, Quatsch. Er hat sich das ausgesucht, für nochmal ein Schwein spielen zu können. War ein sehr, sehr kluger Zug, mein Freund. Sehr klug. Das klappt jetzt hier hoffentlich besser. So, ich muss eh erstmal ihn wegkriegen. Ja, das machen wir. Komm. Ich muss früher oder später. Hätte er mich dann nämlich eh angegriffen. So scheiße, dass ich mit dem jetzt auch keine Stacks mehr kriege, die er normalerweise kriegen würde, wenn er ja Leben verliert. Ah, ist das so blöd. Aber wenigstens hat er ja noch gut an Fall. Stimmt, den tobenden Borg kann ich ja noch spielen. Mögen meine Boah, nö. Nicht. Nö. Ist so cool.
gut, er hat jetzt noch ein Leben. Haha, die kam gerade zur richtigen Zeit. Wie machen wir's? Das war's. Erstmal was mit Schaden aufs Feld bringen. Legt euch nicht mit Zahner an. Oh, Leckey. Der hat ein gutes Deck. Er hat echt ein gutes Deck zusammengestellt. Muss man ihm schon lassen. Was nehmen wir? Nehmen wir das hier. So. Komm, spiel mal die Karte. Müssen die ihn mal runterprügeln hier. Er hat so viel Rüstung. Der Kneckis. So, aber nächste Runde gibt's erstmal dick auf die Fresse. Und ich hoffe, er hat dann nicht sowas wie Hinrichten auf der Hand. Nächste Runde kann er sich erstmal an dem die Zähne ausbeißen. Und falls wir den nochmal kriegen, dann haben wir den auf jeden Fall dann nochmal in der Reserve. Ey, der hat der dreimal. Er hat diese Karte dreimal im Deck? Man kann eine Karte dreimal im Deck haben? Ich dachte, man kann maximal zweimal dieselbe Karte haben. Strange. Greift an! So, die gute Dame machen wir mal weg. Und jetzt muss ich schauen, dass er Schaden bekommt. Wobei, ja, ich hätte es auch andersrum spielen können, aber wenn er Spott hat und mehr Leben, bleibt er mir erstmal länger erhalten. Hoffe ich zumindest. Also es deckt sehr viel Rüstung. Schon hab ich. So, wie kriegen wir ihn weg? Wie kriegen wir den da weg? Ja, nur so. Komm, so viel Schaden will ich nicht auf meinem Helden. Ich muss den mal irgendwie runterbekommen. Der hat immer noch 5 Rüstung und dann noch 30 Leben. Leck mir am Backen. Also Zelotes, der spielt sehr, 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 sehr defensiv hier. Und heilt sich. Oder hat es... Na gut, bringt ihm ja nichts. Er hat ja noch volles Leben. Meine Augen sind offen. Was willst du denn da heilen, Junge? Oder willst du jetzt einfach nur Monster aufs Feld klatschen? So, Rüstung stacken kann ich aber auch. Wenn du das kannst, kann ich das auch. Hm.
So, jetzt haben wir ihn wenigstens mal am Leben angekratzt. Hoffen wir, dass das dann mal weitergeht. Geladen und entsichert. So, wir machen was. Ihn erstmal weg. Darauf. Da drauf. So, und jetzt haben wir ihm doch ganz schön gut beigesetzt, würde ich mal sagen. Ein Grizzly Bear! Und ein geschmolzener Riese kommt aufs Feld. Kommt gut, die Karte. Ah, wie machen wir das? Eigentlich eine gute Idee, wenn wir das so machen. Hat er 6 Leben? Nee, das heben wir uns mal noch auf. So. Erstmal klatschen wir den Bären weg. Ja, und dann hat er eh eigentlich, wenn er jetzt nicht spielen kann, in der nächsten Runde verloren. Weil, was macht er mit seinem geschmolzenen Riesen? Er kann ihn wegkloppen, dann machen wir trotzdem mit der Eisenborke aus. Oder haut die Eisenborke weg und dann machen wir auf jeden Fall mit dem Borgen aus. Ja, und jetzt? Schilde hoch. Spott, okay, das ist ein Plan. Das war auf jeden Fall ein guter Plan. Für einen Angriff. Ja, der hat halt so viel. Die Eisenborke geht drauf. Das in jedem Fall. Anders können wir es aber nicht machen. Schnell und stark zuschlagen. Für die Wildnis. Für die Wildnis. Bin ja mal gespannt, was er jetzt gezogen hat. Mhm. Boah, Verwüster. Okay. Für die Wildnis. Ich muss ihn jetzt einfach irgendwie runterkloppen. Muss doch irgendwie machbar sein. Ich habe jetzt leider kein Monster auf dem Feld, was echt scheiße ist. Die Mana-Kristalle bringen mir auch gerade nichts. Und er stockt halt immer wieder jetzt Rüstung auf. Das ist mies. Gut, heilen kann ich mir ja nochmal. Das habe ich ja noch in der Hinterhand. Ach komm, die ist gut, die Karte. Damit haben wir gewonnen. Oh, das war jetzt. Die kam glücklicherweise echt gut. Sehr gut. Zelotes echt ein geiles Game geliefert. Wirklich, wirklich geil. Ja, und damit haben wir mal wieder gewonnen. Und das ist der erste Sieg. Und damit kriegen wir schon mal eine etwas erhöhte Beute am Ende, wenn wir den Schlüssel benutzen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, oh, ich habe jetzt übrigens den Druiden hier auf Level 10 gespielt und damit halt alle Basic-Karten freigeschaltet. Und das ist die dicke Eisenborke. Finde ich gut. Finde ich echt gut.
So, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.